Alter, ein Stück Seife für 80 Euro. Was ist das denn? Lorelei, Botschaft aus der geistigen Welt. Vor 2 Tagen, lass mal ganz kurz reingehen. Ich würde das schon gerne wissen. Ich will schon wissen, was für Botschaften wir aus der geistigen Welt kriegen. Heilige Scheiße, oh Gott. Ich habe jetzt schon Schmerzen. Alter, ich will das wirklich nicht gucken. Ich will das einfach nicht gucken. Ich will keine Botschaften aus der geistigen Welt, die aus der realen überfordern mich schon. Was soll denn da jetzt noch kommen? Oh, ich will nicht. Und das Video geht 1 Stunde. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das... Lass mal... Wir gucken noch mal kurz rein, ja? Ihr kommt jetzt zum Qualitätscontent des Abends, ja? Das wäre nett. Lass mal kurz... Okay, wir wollen das hier ernst nehmen, ja, mit jetzt der nötige Ernst. Warte. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen jetzt bei AstroTV live mit mir. Mein Name ist Lorelei. Ich bin ein Jenseitsmedium. Die letzte Stunde bis 3. Jenseits aller Vernunft, würde ich sagen. 20 Uhr. Ja, oh, hey, Pan, danke für den Raid. Hallo, herzlich willkommen. Ja, sehr gut. Komm doch rein. Ja, kommt doch rein, liebe Zuschauer von Pandoria. Herzlich willkommen. Ihr kommt alle genau pünktlich zu den Botschaften aus der geistigen Welt. Ja, heute wollen wir euren Horizont mal ein bisschen erweitern mit Lorelei, die ist ein spirituelles Medium schon seit über 30 Jahren. Ja, die Telefonnummer ist leider nicht mehr besetzt. Nur ganz kurz zur Anmerkung, bitte ruft da nicht an. Ja, ihr könnt aber gerne auf Grand Shop einkaufen gehen. Akasha-Säulen oder sowas, keine Ahnung. Jetzt wollen wir ganz kurz eben Lorelei zuhören, damit wir auch wissen, was uns in der geistigen oder aus der geistigen Welt natürlich erwartet. Ich hatte geplant für heute, aber ich bin eingesprungen, mache ich lieben gerne. Ja, und klar, ich denke mir, bei dem Wetter ist auch manchmal für viele Menschen gar nicht so einfach, ja. Das ist echt, also diese, wie sagt man, die Werte von der Sonne sind ja auch nicht gerade gut, wenn es dann zu heiß ist. Ja, die Werte von der Sonne, ja, die sind zu heiß, ja, die hat Fieber, die Sonne. Die hat vielleicht sich eine Erkältung eingefangen, leichten Schnupfen oder so, oder weiß man nicht. Die muss sich mal ins Bett legen, auch ein bisschen Hühnersuppe rein. Einfach in die Sonne schütten, so eine Hühnersuppe, und dann wird das schon wieder klar. Aber wir haben Sommer, bloß die Temperaturen sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Obwohl ich mich an meine Kindheit erinnern kann, da waren die Sommer genauso. Ja, da sind wir jeden Tag zum Weiher durch den Wald marschiert, sind schwimmen gegangen. Ja, da war es eigentlich auch so. Klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Gronkh-Stream. Ja, aber jetzt wollen wir nicht vom Wetter erzählen. Ich möchte natürlich beraten und ihr könnt auch ganz viel von mir abholen. Rundumblick oder wie geht es überhaupt weiter in deinem Leben, schaue ich gerne rein. Ein Rundumblick? Kann die wie so ein Kamel und einmal um ihren Kopf rumgucken? Ist das so ein 360-Grad-Blick einfach? Bei den Jenseitskontakten bitte immer nur mit... Entschuldigung, ich soll das mit dem nötigen Ernst betrachten. Ich bemühe mich ja. Warte. Einverstorbenen, weil in einer anderen Stunde war dann doch schon mal der ein oder andere dabei und wollte dann mit dem und mit dem anderen vielleicht noch. Das geht nicht. Wir möchten ein bisschen gerecht bleiben hier. Also super für alle lieb. Immer die gleiche Zeit. Das ist mir immer ganz wichtig und ich finde es auch fair. Ja, deswegen bei den Jenseitskontakten nur mit einer Person. Ihr könnt auch fragen, wer dich begleitet. Da schaue ich mal, welche Engel sind gerade da. Welche Engel sind gerade da? Jürgen, Günther! Ach, ihr habt heute Dienst. Ja, sicher. Na klar, schön, dass er hier war. Wo, dann küsst sie oder was? Welche Engel sind gerade da? Natürlich, klar. Man kennt sich. Welche Ahnen zeigen sich? Das kann sich stündlich immer wieder verändern. Kommt immer auf deinen Zustand an, wie du emotional drauf bist, was dich gerade wieder bewegt. Das kann ich dir genau sagen, wie ich emotional drauf bin, wenn ich das sehe. Das kann ich dir ganz genau sagen. Der dir hilft, der dir vielleicht auch Ruhe reinbringt, dass du vielleicht dann auch schlafen kannst und abschalten kannst. Man braucht nur drum bitten. Und das funktioniert sehr schnell. Oh, so, Telefon, warte kurz. Den ersten Anruf habe ich schon. Einen wunderschönen guten Abend. Wen darf ich begrüßen? Ja, guten Abend, hier ist Erika. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Was hast du denn auf dem Herzen? Ich habe einen Jenseitskontakt wieder. Sie hat einen Jenseitskontakt wieder? Möchtest du einen Jenseitskontakt? Ja, mit meiner Mutter, wenn sie da ist. Kleinen Moment, es sind 4 Leute da. Warte mal, deine Mutter kommt jetzt gerade direkt vor. Sie möchte einen Jenseitskontakt mit ihrer Mutter, falls sie gerade da ist. Und sie guckt so, als würde sie gerade ins Wartezimmer gucken oder hat so ein iPad und dann so einen Chatraum, weißt du, mit der toten Mutter oder so. Und dann, ja, das sind gerade 4 Leute, ja, mal gucken. Aber deine Mutter ist da, weil sie weiß ja genau, wie ihre Mutter ist. Man kennt sich ja halt.
Ja, hier ist Erika. Von wo, welche, irgendeine auf diesem Erdenrund, irgendeine. Sie weiß also genau, welche. Du hast dann noch zwei Männer, die sind auch sehr stark da. Der eine ist aber ein Großvater. Deine Mutter ist gegangen ganz friedlich. Sie hat wirklich alles akzeptiert. Die ist sehr müde geworden. Aber die hat doch gerade nur in den Chatraum geguckt. Vorher. Sie wollte auch nicht mehr, ja. Für sie war das alles okay, aber sie war manchmal ein bisschen rebellisch. Sie sagt, sie war manchmal für dich nicht einfach, aber sie liebt dich, ja. Da waren viele Dinge, wo du dich kümmern musstest. Du hast es aber toll gemacht. Es war nur familiär sehr viel Unruhe. Es waren immer wieder irgendwelche Spannungen da und mit dem Papa hat sie sich nicht so wohl gefühlt, ja. Ist das eigentlich Gaslighting, was sie gerade macht, so Hardcore-Gaslighting? Weil sie einfach runter erzählt, was die Mutter, und dann ja, hat sich mit dem Vater nicht verstanden und so. Und du hast es als Kind vielleicht gar nicht mitbekommen, aber denkst dann, was? Auch, die hatten Probleme hinter meinem Rücken und die waren auch immer so glücklich. Das wusste ich gar nicht. Das ist doch Hardcore Gaslighting eigentlich. Holy shit. Also mit dem Friedhof oder andere Dinge, ich frage bestimmte Sachen, aber da will sie gar nicht von reden. Ja, sie ist so da, wenn du sie brauchst. Also das ist hier wichtig. Und du gedenkst ihr auch immer. Du hast aber Kontakt zu ihr, ja. Sie wundert sich, weil du spürst sie viel, wenn sie da ist, wenn sie dir hilft, ja. Aber sie tut es mir so leid, manchmal bist du so alleine, mit der Liebe so alleine. Natürlich ist sie alleine, weil die ruft gerade bei dieser scheiß Hotline an. Wer ruft denn da an, wenn man ein glückliches Leben führt? Wer ruft denn bei diesem Schrott an? Boah. Und musst dich immer alleine so ein bisschen durchkämpfen. Na, da unterstützt sie dich aber, das soll ich dir sagen. Und die lässt die andere auch wirklich nicht zu Wort kommen, nicht einmal zu Wort kommen. Die überfährt die einfach mit den ganzen Aussagen, dass sie einfach nicht irgendwie sagen, nein, das kann ich, nein. Das geht einfach gar nicht. Und dann, bis sie irgendwas hat, wo die andere vielleicht ja sagt, gefühlt. Sie beobachtet das, mit deinem Mann war sie auch nicht immer so einverstanden. Waren viele Dinge, die... Alter, ich kotze gleich. Ich kotze einfach gleich. Wow, mit einem Mann war sie nicht so ein... Willst du mich verarschen? Geschehen sind in deinem Leben, ja. Okay. Aber du hast es gut gemeistert, sagt sie. Du machst es besser wie sie. Ich drück dich und wünsche dir alles Liebe, ja? Ja, sag bitte liebe Grüße zurück. Oh, die hört dich. Die ist so präsent, das glaubst du gar nicht. Ich drück dich. Die ist auch mit dem Ohr in der Telefonleitung. Na klar, die Mutter ist im internationalen Telefonnetz eingebunden direkt. Die hat sich digitalisiert wie Johnny Depp bei Transcendence. Die ist einfach überall gerade. Ich alles liebe dir. Tschüss. Danke dir von Herzen. Tschüss. Gerne, danke. Tschüss. Ja, die können gleichzeitig bei mir sein und gleichzeitig natürlich bei dir sein. Aber ich merke, wenn sie von mir dann zurückgehen, ja, die gehen dann in diesen Nebel rein, drehen sich um. Alter, ich gehe auch gleich in den Nebel rein und drehe mich um. Kannst du mal glauben. Und dann sehe ich die nicht mehr. Und dann sind sie natürlich ganz und gar praktisch mit der ganzen Energie bei euch. Und das finde ich immer sehr faszinierend. Ja, ihr könnt eine Engelsbotschaft abholen. Hast du Fragen auch vielleicht wegen einer Reise? Vielleicht müsst ihr verreisen, Urlaub machen. Im Moment sind so viele unsicher. Ja. Kann ich mir vielleicht einen Flug, macht ihr auch Flugberatung oder Hotelbuchung oder so? Die macht ja alles. Weil klar, da brennt es und hier ist was los. Reisetipps, nice. Man weiß gar nicht wohin. Aber ich sage, es gibt noch trotzdem viele Möglichkeiten zu verreisen. Lasst euch da nicht immer so ausbremsen. Ja, aber sobald irgendwo ein Auslöser ist, sind die Menschen immer sehr unruhig. Nein, braucht ihr aber nicht. Habt ein bisschen Vertrauen. Ja, und wenn irgendwas ist, eine Warnung, sage ich es natürlich auch. Ich habe jetzt letztens gerade eine gehabt, wo ich gesagt habe, die Reise, das wird überhaupt nie geplant, das kommt nicht zustande. Was? Ach ja, weil die Engel, die hat ja, das sind ja die Engel, klar, die kennt ja Jürgen und Günther. Die wissen ja Bescheid. Die sind auch bei Reiseplanung und so, die gucken bei TUI mal kurz nach, ob das was wird mit der Reise, ob da vielleicht irgendwas, ne, passiert oder so, klar. Ja, da kriegst du so viel Einfluss von außen und es war ja dann auch, hat ja auch gepasst, das war jetzt dann auch mit dem Flughafen, da stand auch viel unter Wasser, ja, da ging dann gar nichts mehr. Das sind so Sachen, wo man auch die Verzögerungen sieht, wenn jemand verreist. Ja, komme ich gut hin, komme ich gut zurück, manchmal sehe ich einen Stau, dass es ewig dauert oder... andere Sachen. Ja, ihr könnt alle. Sie kann also Verkehrswarnungen vorlesen. Das ist aber schon. Wow. Also, das ist aber geiler Job auf jeden Fall. Fragen, aber bitte keine Gesundheitsfragen. Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker. Hä? Und auch diese Rechtssachen, da haben wir echt Profis für. Aber das können die Engel nicht, oder was? Sie kann Reisetipps geben und weiß, wo, wann, was, wann, wie ausfällt und was es da sein wird und so. Aber die kann jetzt, aber Rechts-, Juristensachen, da hört's auf. Das verstehen selbst Engel nicht mehr, das deutsche Rechtssystem. Da hört's dann auf. Ich kann energetisch schauen, auch gucken, wo eure Blockaden sind oder was hast du mitgebracht.
Da gucke ich natürlich gern rein. Ja, wie gesagt, Telefonnummer sind hier unten eingeblendet unter der 0137 99 11 88 0. 50 Cent pro Einmal aus dem deutschen Festnetz. Ja, und ihr Österreicher, ihr Schweizer, euch möchte ich natürlich auch ganz recht herzlich begrüßen. Eure Telefonnummern seht ihr unter der Grafik Wunschrunde. Ja, ich bin gespannt. Aber weiß sie denn nicht, wer jetzt anruft? Das muss sie doch vorher schon wissen, oder? Müsste sie nicht jetzt schon wissen, wer da gleich anrufen wird und dann direkt schon sagen können, ah ja, da weiß ich schon Bescheid. Ich bin so voller Energie. Ich habe gedacht, jetzt ein nach dem anderen mal gucken. Aber bis 23 Uhr. Wir haben viel Zeit und verkrampft euch auch nicht. Bleibt da auch ganz, ganz locker. Ja, bitte locker. Verkrampft euch nicht. Wen bleibt darf locker ich begrüßen? Einfach. Einen wunderschönen ja. Guten Namen. Warte. Guten Abend, Lorelei. Andrea, ich habe es nochmal geschafft. Ich habe vorhin schon mal telefoniert mit dir. Ich kann mich immer nicht erinnern, aber ja, alles klar. Lieb. Danke. Ja. Ah, schön. Was hast du denn auf dem Herzen? Ich hätte gerne einen Jenseitskontakt, aber sie ist erst jetzt im 3. August gestorben, meine Mutter. Das macht nichts, aber die ist schon sehr präsent. Sie ist zwar noch mit vielen Leuten. Oh, halt die Fresse. Halt einfach die Fresse. Da rufen Trauernde an, ja, in ihrer Stunde der Not und sind einfach, wissen einfach nicht mehr weiter, rufen dann da an. Auf der einen Seite, ja, ich versuche das mal wirklich gerade neutral zu sehen. Auf der einen Seite ist hier unsere Lorelei mit den Botschaften aus der geistigen Welt und denkt sich einfach irgendeine Scheiße aus für Geld, für 50 Cent pro Anruf. Denkt sie sich, 50 Cent pro Anruf ist es ihr wert, dass sie halt Trauernde komplett verarscht und ihnen sonst was vorlügt. Ja? Und auf der anderen Seite kann man das vielleicht auch so sehen, sie nutzt die Trauer aus, aber vielleicht ist es bei den Trauernden so, dass sie sich vielleicht noch irgendwas flüchten können oder bla. Je nachdem, was ihnen erzählt wird. Ja? Wenn ihnen schöne Sachen erzählt werden, vielleicht tut es ihnen ja ganz gut. Kann ja auch sein, wenn du da trauerst. So, aber Alter, 50 Cent pro Anruf und Alter, dass die abends noch in den Spiegel gucken kann. Aber wahrscheinlich sieht sie da einfach Engel. Umrum, sag ich mal, aber ja. Die ist drüben gut angekommen, aber die ist so zum... Oh, warte mal, das mit 50 Cent sind Scam, die Leitungen sind immer belegt. Also hier kommt man quasi nicht durch, bei der Nummer kommt man nie durch und dann muss man hier anrufen oder was? Mobil teurer, das ist nur aus Festnetz, mobil ist noch teurer. Da muss man hier anrufen oder wie, damit man überhaupt durchkommt? Immer die 0900 und dann hast du 1,99 pro Minute. Wo kann man sich denn so eine Nummer holen? Ich habe da gerade eine tolle Geschäftsidee. Ich mache gleich die Astralreise in die Küche. Ja, mach mal bitte. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Uff. Ja, und deswegen redet ihr auch ohne Punkt und Komma, damit man dann nicht unterbrechen kann oder sonst was. Und nicht einfach sagen kann, danke und pipapo. Deswegen redet ihr wahrscheinlich auch 5 Minuten ununterbrochen ein, weil dann hast du schon 10 Euro verdient. Mobil teurer. Zum Liegen gekommen. Also sie zeigt mir diese Schwere von ihrem Dasein, ja. Sie war auch ein bisschen wirr im Kopf, sagt sie. Sie konnte gar nicht mehr klar denken. Aber sie hat wirklich geschnauft, geschlafen. Sie sagt, es war alles gut. Ja, du warst immer wieder da. Du hast immer Angst gehabt, du verpasst was, ne? Mhm. Sie sagt, du warst immer so bemüht, aber sie liebt dich so. Du hast so viel getan, ja. Aber sie konnte auch nicht mehr so essen. Sie wollte nichts mehr essen, sagt sie. Mir hat mein Bauch weh getan, sagt sie. Ja. Ja, und das war alles dann nicht mehr so. Aber sie ist gut angekommen. Sie ist noch sehr präsent. Auch Beerdigung. Man macht alles so schön. Ja, es ist wie eine Uhrenbeisetzung, aber alles sehr schön. Ja, super, ja. Na? Ja. Habt ihr gut ausgewählt. Sie beobachtet schon alles. Also die ist eine ganz intelligente und pfiffige Mama, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Die hat doch gerne Kreuzworträtsel gemacht. Die hat viele Dinge gemacht, um ihr Geist anzuregen. Ne? Ja, genau. Ja, ja ich schön, drück dich und ja, alles danke. Ja, danke. Tschüss. Ich lasse jetzt bei dir. Ne? Genieß die Energie jetzt noch von ihr. Ja, ne? Ja, okay. Danke. Alles klar. Gerne. Tschüss. Tschüss. Hab eine Schwester, die ähnlich ihr Geld verdient. Solche Menschen werden regelrecht abgehoben, weil sie irgendwann wirklich denken, sie tun was Gutes, wie Katastrophenhelfer. Wie gesagt, vielleicht hilft es der Anruferin ja, aber Alter, da ist ein besonderer Platz in der Hölle reserviert, hoffe ich. Ein sehr besonderer Platz. Ja, sehr schön.
Ja, ist immer ganz, ganz spannend. Ja, das ist, auch wenn die jetzt vor ein paar Stunden gegangen sind, kommt immer darauf an, wie der Verstorbene von seinem Charakter war, ne? Oder wie was passiert ist. Kann auch sein, wenn es ganz tragisch ist, können auch mal eine Seele geschockt sein, weil sie gar nicht mitgerechnet hat. Es gibt Seelen, die inszenieren, es gibt aber auch Seelen, die rechnen nicht damit oder es ist einfach so verkürzt, ja, durch einen Auslöser. Dann ist es manchmal natürlich auch schwer. Na, die brauchen ein bisschen, manche sind ein bisschen wackelig. Und wenn irgendwas nicht geklärt ist, dass jetzt Streit war, wenn es ums Geld ging oder es war ziemlich heftig, dann wollen sie das klären. Die gehen dann einfach nicht. Ne? Die sind dann wirklich so da. Und dann kann schon sein, dass bei euch ziemlich große Aktivitäten sind in eurem Zuhause. Ja, kann über Strom sein, kann Gebollere sein, kann Türschlagen sein, alles Mögliche ist. Und keine Poltergeister sind Verstorbene. Ja, also Poltergeister gibt es nicht. Das ist eigentlich so in unseren Köpfen eher. Ja, das sind meistens auch, wenn es richtig so heftig ist, können es auch Geistkinder sein. Die machen auch ziemlich Radau wie lebende Kinder. Was erzählt diese Frau da? Was erzählt die denn da? Es kann auch ein Geistonkel sein, ja, es kann auch eine Geistkatze sein, ja, kann auch mal sein, dass die Katze überfahren wurde. Da ist da eine Katze mit so einem Reifenabdruck in der Mitte vielleicht, eventuell eine Katze mit einem Namen über Kopf, die erschossen wurde in einem Spiel eventuell. Ja, und dann natürlich kann auch Geistkinder, die gehen in die Geistkind-Vorschule, gehen die dann und lernen geistliche Sachen, ja. Und dann der Geistonkel kommt zu Geistweihnachten vorbei und macht den Geistweihnachtsmann eventuell. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die haben dann verschiedene Gefühle, wenn sie sterben. Manche sind hoch erfreut, ja, endlich tot. Manche sind überrascht, huch, ah nein, das ist jetzt ärgerlich. Manche sind natürlich dann auch, wenn die aus dem Flugzeug springen und haben keinen Fallschirm, dann landen die einfach und dann landen die in einer 2D-Welt und dann sind das natürlich 2D-Geister. Manche Geister sehen aus wie bei Pac-Man und wandern herum und suchen einfach eine gelbe Scheibe, die Pillen frisst. Es gibt viele, viele Arten von Geistern. Ich habe neulich Kontakt gehabt mit Kaspar, das war ein sehr freundlicher Geist. Ganz viele Geister. Die spielen einfach. Die können mal Schubladen aufmachen, die sind neugierig, ja, oder die verstecken sogar Schmuck, ne? Wenn man so Schmuck irgendwo hinlegt, kann man sein, dass den nächsten Tag der Ring oder die Kette ganz woanders liegt oder weg ist, ne? Und nach ein paar Tagen wieder auftaucht. Das machen meistens geistige Kinder. Die Geistige Kinder. Geistige Kinder. Haben die irgendwie so eine Pfarrerkrempe um oder was? Beten die vielleicht irgendwie am Sonntag in der Messe, diese geistigen Kinder? Oder was machen die? Boah. Oh, Junge, Junge. Oh, boy. Die lieben das, uns manchmal auch zu ärgern. Sie ärgern auch unsere Haustiere. Ja, das ist auch immer interessant, weil die haben ja wieder ganz andere Antennen, unsere Tiere, Hunde, Katzen sowieso. Antennen, ja. Ja, ich merke es immer bei meinen Wellies. Wir haben ja Wellensittiche, zwei Stück. Ja, also da merke ich das auch immer. Wenn Verstorbene da sind, dann drehen die am Rad, die fangen an zu schreien. Ja, weil dann werden die richtig geärgert oder die fliegen dann wie irre rum, ne, weil dann irgendeiner steht und die Vögel ärgert. Weil Geister immer Vögel ärgern. Man kennt sie ja, diese Geister. Die kommen einfach zu dir nach Hause und ärgern die Vögel. Das sind die schlimmsten Geister. Ja. Oh, puh. Das Jenseits ist schon ein verrückter Ort. Das ist einfach. Aber denkt immer an das Laufband am untersten Bildschirmrand eures Fernsehers, lest es euch immer wieder durch, damit ihr auch wisst, wie das hier funktioniert mit den Mitmachregeln. Ja, da gibt es immer so viel zu berichten und viele Menschen wissen vieles nicht, ja. Und gerade jetzt in der Zeit, wo so viele paranormale Dinge auch passieren, kann man gar nichts mehr einordnen. Das fällt vielen Vogelärgergeister. schwer. Und manch einen macht es auch Angst, ja, wenn sie dann mal einen Schatten sehen oder andere Dinge. Ja, oder was Kleines durchhuschen sehen. Ich war wohl ja auf der Terrasse, Da. weil eigentlich ist das ja auch blöd. Habe ich Was? mich so Ja. erschrocken. Ich habe gedacht, Boah. es war eine Miezekatze, die Na, vorbeigehuscht boah. ist, ja. War nicht, war keine Und Mietzke, dabei nein. war das mein eigener Schatten von meiner Hand. Aber ja, weil ich mit meinen Geistern immer zu tun habe. Vielleicht war das ja ein verbrannter Geist, eventuell jemand, der jämmerlich im Haus verbrannt ist und der wollte gerade zu dir kommen und deine Vögel ärgern. Mit so einer Knistern, weißt du, der knistert so ein bisschen, weil die Haut so, die ist verbrannt und die knistert dann immer, wenn der so, chip, chip. Ja, weiß man nicht. Kann ja alles sein. Ja, klar, kann dann trotzdem auch mal was sein, aber dann muss man über sich selber lachen. Ja, das muss nicht immer irgendjemand sein. Manchmal ist man das auch selber. Wen darf ich begrüßen? Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hier ist Astrid. Ich hätte Ich gerne, grüße dich. ich grüße dich auch zu meiner Mama.
Oh, am Mama-Abend, sehr schön. Deine Mutter hat es schwer gehabt. Die zeigt sich sehr schön, aber deine Mutter war eine hübsche Frau, muss ich sagen. Ja, sie hat sich wirklich schick, sie hat so eine Art Kostüm an. Also die Bestimmt voll der Aglon einfach. So, oh, ich will eine Mutter. So er. wusste genau, was sie trägt, auch ihre Haare hübsch, alles so schön angelegt. Da hat sie Die war Skinhead. sehr viel Wert drauf gelegt, ja. Aber sie war auch wirklich Mama und gerne im Zuhause. Also sie war wirklich nur für die Familie. Sie mochte nicht, wenn Unruhe war, sagt sie. Manchmal war viel Unruhe. Der Papa hat manchmal auch alles rebellisch gemacht. Ja. Oh, dass mal zu Hause Unruhe herrscht, das ist aber, oh, das passt auf niemanden. Ja, und sie hat immer wieder versucht, Harmonie reinzukriegen. Aber bei ihm, sagt sie, habe ich keine Chance gehabt. Und sie erzählt mir, dass er euch Kinder oft geschützt hat, ja, weil irgendwie war immer ziemlich viel Tumult. Und sie hat euch sehr schützen müssen, wo ihr auch kleiner wart, weil immer diese Krawalle sehr heftig waren. Sie sagt, das war schon schwere Zeit. Sie ist stolz, was aus dir geworden ist, ja. So warst da, so warst immer hilfsbereit, hast Angst gehabt, du könntest vieles nicht schaffen, weil sie weiß von deinem Leben, bist selbst an deine Grenzen gekommen, ja. Aber sagt sie, jetzt bist du frei und ich. Es ist immer das gleiche Konzept. Jemand ruft an und sagt Mama, und die redet sich einfach in so eine Quatschspirale rein, in so eine Laberspirale, lässt die andere nicht ausreden, aber die nimmt keinen Kontakt mit der Mutter auf, sondern die erzählt aber nur irgendeinen Shit. Die vermittelt auch nicht zwischen den beiden. Die lässt die Anrufer nie irgendwas sagen, die vermittelt auch nicht, die erzählt nur irgendwas und dann legt sie wieder auf. Ich bin frei und wir können jetzt endlich leben. Also das gefällt dir, damit endlich du auch mal atmen kannst, ja? Weil es war schwer, aber trotzdem, sie ist sehr, sehr glücklich, ja? Wunderbar, Ich wunderbar. drücke dich und alles Liebe dir, Astrid, ja? Dankeschön, Lola. Danke. Gerne, gerne, danke. Die Anrufer werden vorher befragt und die Infos bekommt sie dann aufs Ohr. Also die ruft da an für 2 € die Minute und wird erstmal befragt vorher. Und das kostet erstmal die ganze Zeit. Da werden sich die Infos aufgeschrieben und sie kriegt die dann aufs Ohr und wiederholt das einfach alles noch. Man sieht den Stöpsel im Ohr. Und dann bedankt sie sich dafür, dass sie genau die gleichen Infos kriegt, die sie gerade erzählt hat. Danke, tschüss. Oh ja, das ist so schön. Ja, manche Verstorbene Ja, man sieht sprechen den Stöpsel im sehr Ohr, ihr habt klar. recht. Es gibt Man immer sieht die. so von den Charakteren noch welche, da muss man wirklich so, da stelle ich schon viele Fragen, da muss man echt Boah. vieles aus der Nase ziehen. Die wollen denn gar nicht so reden. Oder es gibt auch Verstorbene, die schüchtern sind. Da sind manchmal andere Verwandte, die sagen: Mensch, jetzt geh doch, trau dich doch, ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich muss mich natürlich dann immer so ein bisschen einlassen und versuche dann so gut wie möglich das euch auch zu übermitteln. Ja, also ihre Mama war wirklich sehr hübsch, also als wenn sie so wie aus dem Katalog, so eine Modefrau, also ganz, ganz toll. Ja, sie hat auch keine Falten im Gesicht gehabt, man konnte so klar sehen eben, das ist richtig schön. Ja, ist eure Wunschrunde. Ihr könnt natürlich viele andere Dinge abholen, ja, vielleicht müsst ihr noch einen Rundumblick, wenn du wissen möchtest, wie geht es weiter in meinem Leben. Ja, oder finanziell. Vielleicht müsste beruflich was verändern oder auch spirituell dich auf die Hinterbeine stellen. Ich mein, die Frau muss ja irgendwo wohnen und die muss ja Nachbarn haben. Boah, wäre mir das unangenehm, wenn die das mitkriegen würden. Also wenn ich sowas machen würde und die Nachbarn würden das sehen, Junge, das wäre so unangenehm einfach. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Ich glaube, ich würde umziehen, wenn meine Nachbarn das wüssten. Ich meine, gut, das hier, ne, klar. Aber damit kann ich wenigstens schlafen gehen. Die wohnt auch im Himmel. Ich sage zu manchen immer, macht es erstmal ein bisschen hobbymäßig, erstmal reinfühlen, erstmal auch den Mut haben, noch mehr zu machen. Ja, ich sage mal, man hat eine hohe Verantwortung den Menschen gegenüber, wenn man was sagt oder was man mitteilt. Man Ja. hat eine hohe, ja, man hat eine hohe Verantwortung Menschen gegenüber, wenn man was sagt oder was mitteilt, ja. Das ist aber eine sehr schöne Einsicht, die sie da hat. Das muss passen, da müssen Beweise auch da sein. Ach, da müssen Beweise da sein. Ach, Beweise müssen. Dann zeig doch mal einen einzigen Beweis, Lorelei. Einen einzigen Beweis. Nur einen. Nur einen. Und da tun sich dann manche ein bisschen schwer, aber vertraut euch da mit dem, was ihr seht. Auch wenn ihr vielleicht Karten habt, viele brauchen eigentlich die Karten nur als, ja, als Sicherheit. Ja, die haben so eine tolle Intuition und Eingebungen. Die sind wie ein Sprachrohr und auch über die Fühligkeit.
Und es gibt so viele, die sind Medium, aber die wissen das nicht. Ja? Manche sind Medium Rare. Ja? Die wundern sich, was sie so viel immer abkriegen oder was passiert um sie herum. Ja, aber das sind wirklich Menschen mit großen Fähigkeiten und können das irgendwie nicht umsetzen. Ja? Die wissen genau, was mit dem Menschen los ist oder mit dem Gegenüber. Ja? Die können sogar im Grunde genommen Gedanken lesen, ja? Wissen genau, was im nächsten Moment passiert. Ja, eigentlich so wie ich, wusste heute auch, da kommt was, ich war vorher schon ziemlich unruhig und rebellisch, ja, aber ich habe das geahnt, dass ich auf Sendung muss, das ist manchmal ganz witzig, ich kriege da die Information, ich verschiebe das dann immer und ich fahre dann noch beim Essen kochen und machen und ja. Und unter redaktionellen Gesichtspunkten, der Anrufer wird entscheiden, ich lese gerade unten die Laufzeile, der Anrufer wird bestimmt durch Anrufer aufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, weil ich heute Abend erst was gemacht habe, weil am Tag zu dem so ein Anrufer durchgestellt wird. Ja, aber dann verdränge ich das noch ein bisschen, will ich auch nichts wahrnehmen oder so. Aber ein Redakteur bestimmt den Zeitpunkt. Und das kostet 2 Euro die Minute. Du wirst erstmal ausgefragt, ja? Du wirst erstmal ausgefragt, warum rufen sie an, wen wollen sie sprechen, bla bla bla. Ja, wie war denn ihre Mutter? Ne? Also das ganze Ding wird aufgeschrieben. Und dann musst du noch in die Warteschleife, solange bis du irgendwann mal durchgestellt wirst. Holy shit. Und du legst ja auch nicht auf, weil du bist ja schon durchgekommen. Du bist ja schon durchgekommen, du wurdest schon interviewt und dann wird mit dir gesagt, ja, legen Sie mal nicht auf und dann... Und dann kam auch der Anruf. Das ist immer so spannend. Und so müsst ihr euch vorstellen, das bei euch auch. Wenn ihr immer wieder den gleichen Gedanken habt, ja. Als Beispiel, dir geht es jetzt nicht so gut, dass du wenig Energie... Da hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten... Trink doch mal einen Kräutertee oder sowas. Das hast du ein paar Mal. Dann mach das. Dann tut... Verstehe ich das richtig, dass du deiner Warteschlange bleibst und du hast bis zum Ende nicht die Gewissheit, ob du überhaupt durchgestellt wirst? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Tut es dir gut. So, wen darf ich begrüßen? Warum ist das legal? Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hier ist Helga. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Lichtelfen-Handpflegeset aus dem Land der Lichtelfen. Alter, bei einem Arschloch ist das Tor nach Narnia. Da kann ich auch Handseife verkaufen. Was? Alter! Für 80 Euro! Für 80 Euro! Oh Gott! Oh boy! Oh boy! Ist das die Lichtelfen-Handpflegeset Collectors Edition? Liegt da noch was bei? Eine schöne Figur oder eine Karte zur Seife oder so? Das sind alles beschissene Seifen einfach nur. Das sind aber Lavendelseifen. Mehr ist das nicht. Alter, ein Stück Seife für 80 Euro. Puh. Junge, 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 Junge. Oh. Warte mal ab, wenn eure Lieblingsinfluencer auf Instagram dafür Werbung machen. Dann sind wir immer noch nicht am Bodensatz, aber wir sind auf einem guten Weg. Es kann nicht mehr so lange dauern nach den Heilsteinen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Boah, ich will unbedingt bei uns im Shop jetzt ein Lichtelfen-Handpflegeset haben. Ich weiß nicht, warum wir brauchen ein Lichtelfen-Handpflegeset im Shop. Das geht nicht anders. Nicht für 80 Euro, ja, aber nur aus Prinzip. Einfach nur aus Prinzip. Warte jetzt. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Sogar, ja? Das ist so... Das Band ist weitergescrollt und hier, bla, Ansagen mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Also die Leute bleiben in der Warteschlange, hoffen, dass sie drankommen. Wahrscheinlich nicht, weil einer von, was weiß ich, wie vielen Leuten kommt nur dran und der Rest wird einfach rausgekickt nach Pi mal Daumenzeit. Oder es wird gewartet, bis die selber auflegen vielleicht.
Richtig so eine aus dem Norden. Aber heilige Scheiße. Ja, weil ich sehe einen großen Anker und einen Fisch, aber ich kann da jetzt nichts mit anfangen, was er mir zeigt. Ich weiß nicht, ob der so ein Tattoo hatte mit einem Anker. Ich kann es jetzt nicht sagen. Aber es ist das Erste, was er mir an Bildern zeigt, ja. Und erstmal ist er unwahrscheinlich gern um dich herum. Er ist nur sehr schnell, so plötzlich gegangen, ja. Für ihn war das so aus dem Leben gerissen, als wenn er aus der Haustür gegangen ist und nicht wieder heimgekommen ist, ja. Ja, das ist richtig. Das war so ein dann stimmt es, weil so ein Zusammenbruch war, so erklärt er mir das. Und man konnte nichts mehr machen, ja. Da waren zwar noch Leute da, aber man konnte ihn nicht mehr retten. Und er war dann noch ein bisschen durcheinander, aber sagt er, jetzt geht's mir gut. Du hast viel geweint und du vermisst ihn sehr, das weiß er, ja. Weil er war Familienmensch, der hat viel gearbeitet, aber er hat viel. Er sagt, ich habe vorher was gespürt, ich habe es nicht beachtet. Er hat viel Kopfschmerzen gehabt ein paar Tage vorher. Yep. Und er hat das einfach sich nicht... Genau, das war wie so ein Gehirnaneurysma, ja. Und dadurch ging das dann alles so schnell. Aber das sagt, das ist aber alles gut jetzt und er ist gerne da. Du bist tapfer, sagt er. Er ist stolz, dass du das alles so, diese viele Verantwortung übernimmst. Das hast du schon immer, sagt er. Aber er ist stolz, er liebt dich. Ja. Ich drück dich ganz, ganz doll. Darf ich noch mal eine Frage stellen oder geht das nicht? Ganz schnell. Ich möchte mal eben wissen, mein Sohn, der hat eine neue Freundin. Die andere, die ist seine Frau, die ist verstorben. Nein, das gehört jetzt nicht zum Thema. Das ist, das müssen wir, da muss ich jetzt. Das hat mein Redakteur vorher nicht befragt. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da, oh, das ist jetzt aber, oh, das ist aber ganz schlecht da. Passen. Ich drück dich und wünsche dir alles Liebe, ja? Ja, danke. Danke, ne? Tschüss. Ich dachte, das ist eine Frage an. Ich bin jetzt in der Energie von ihrem Mann gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel, weil ich dachte, sie hat jetzt noch eine Frage für den Ehemann. Ja, aber das müsste man nicht dann machen, weil das ist ein bisschen, müssen wir gerecht bleiben. Wenn die Alte, wenn ich ein bisschen klarkommen würde, dann würde sie sagen, ich kann nur mit Toten kommunizieren und nicht mit Lebenden. Das wäre die beste Ausrede gewesen. Das liegt doch auf der Hand. Dann sag doch das wenigstens und versuch dich nicht irgendwie in Ausreden zu wälzen, nur weil dein Redakteur das nicht, ne, da nicht nachgefragt hat und jetzt eine Frage kommt, mit der du nicht gerechnet hast. Mir ist das ganz wichtig. Na, also ein Jenseitskontakt und wenn der nochmal irgendwo was ist. Das ist immer so live, klar geht das auch schnell. Aber der war jetzt so lieb und ich denke mir, der hat sich jetzt auch dolle gefreut. Mhm. Ja, Wunschrunde, eure Wunschrunde, aber es sind schon genaue Details gewesen, was er mir mitgeteilt hat. Ich denke mir, weil er auch so unter Schock war, weil es zu schnell war, dass er das nochmal... Ah, zum Sohn hätte es auch eine Engelsbotschaft geben können. Ach, du meinst, okay, verstehe, dass da vielleicht aus dem Totenreich Informationen gewünscht werden. Ah, nee, deine Mutter kann gerade nicht, die ärgert wahnsinnig, das geht nicht gerade. Erwähnt hat, ja, wie er sich dabei gefühlt hat, was passiert ist und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, wie gesagt, Telefonnummern sind unten auch eingeblendet unter der 01379911880050 vor allem, weil aus dem deutschen Festnetz. Ich gucke das nicht zu Ende, ne? Ja, und ihr Österreicher, Schweizer, ich werde latent aggressiv. Ich gucke das nicht zu Ende, die macht mich aber sauer. Telefonnummern sind unter der Grafik Wunschrunde. Ja, sehr schön, bis 23 Uhr. Mit Lorelei erstmal hinter alle acht treffen. Ich liebe ja die Jenseitskontakte, weil jeder Kontakt ist anders. Jede Frage ist anders und es gibt auch keine komischen Fragen oder eigenartige Fragen. Alles, was euch so im Moment auf der Seele brennt, ist wichtig, ja. Das kann man alles klären. Und ich sage, ich bin manchmal auch so ein Wegweiser. Klar müsst ihr natürlich auch einen Teil dazu beitragen. Ja, also man kann nicht dann sitzen und warten, ach, jetzt geht es so einfach weiter. Nein, da müsst ihr schon, bei manchen einen ist es so, schon ein bisschen Bewegung reinbringen. Man kann nicht einfach sitzen und warten, bis es vorbeigeht, ja, der Schmerz zum Beispiel. Man kann Schmerz nicht aussitzen, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Nein, das ist nicht so. Ja, man muss schon aktiv werden und bei Astro TV anrufen und dann auch noch sein ganzes Erspartes oder seine schmale Rente einfach verbrennen. Ja, das wäre aktiv und dann hat man nämlich andere Probleme, wenn man nämlich kein Geld mehr hat für ein Stück Brot oder so im Alter und auch nicht so alt ist, um zu arbeiten, dann hat man nämlich die richtigen Probleme, ja? Nicht so einen toten Verwandten, irgendwie Mutter oder so, ist ja, dann spielt das keine Rolle mehr. Dann bist du abgelenkt davon. Das ist so lieb, die so ein Dienst an der Menschheit einfach. Wow, Lorelei, einfach richtiger Engel. Ja, aber ich kenne viele Menschen, die haben immer irgendwelche Ausreden, ja? Dann können sie da nicht oder nee, ich habe keine Zeit. Aber im Grunde genommen hat man immer einen Moment Zeit, um sich selbst ein bisschen zu trainieren.
Ja, oder wenn ihr wahrnehmen wollt, eure Leben, könnt auch mal ein schönes Buch lesen. Also zum Beispiel über Abzocke. Sowas zum Beispiel, über Scam vielleicht bei Fernsehsendern oder sowas. Das ist wirklich für mich so bewiesen, weil bei mir ist es genauso. Ich kenne auch viele andere, wo ich gesagt habe, probier es aus, berichte mir. Probier es aus, ein Buch zu lesen und berichte mir oder was? Und immer wenn die ein Buch lesen über Engel oder über das Jenseits, ja, oder überhaupt spirituelle Bücher, dann haben die eine richtige Anbindung zu ihren Verstorbenen. Also die gucken richtig über die Schulter, manchmal streicheln sie uns sogar ins Gesicht oder über den Kopf. Ja, ihr hört mit einmal sogar das Gefühl, ihr hört euren Namen rufen. Als ich dieses Buch gelesen habe, ne, da hat mir, ich schwöre, da hat mir Ranma über die Schulter geschaut und hat mich dann richtig, hat dann auch so gestrichen, so ein bisschen an meiner Wange und so. Und da bin ich auch richtig, hör doch auf jetzt. Ah, ist immer, ihr kennt das nicht? Boah. Das andere Buch habe ich zum Glück gerade nicht da. Ich habe noch dieses Porno-Buch. Aber ja, da will ich gar nicht wissen, was mir da über die Wange streicht. Holy shit. Oder euren Namen einfach ausgesprochen, richtig laut und deutlich. Das müsst ihr mal machen. Das ist so schön, weil dann seid ihr mit den Gedanken vertieft in dem Buch, in der Lektüre, dann seid ihr von den Gedanken nämlich ein bisschen ganz anders frei. Und in dem Moment können die richtig zu euch durchdringen. Ja. Aber denkt immer an das Laufband und das Bildschirmrand. Lest es euch immer wieder durch, damit ihr auch wisst, wie es hier funktioniert mit den Mitmachregeln. Ja, liebe Regie, wäre mal lieb, wenn wir noch anonym machen. Vielleicht für die Jenseitskontakte. Wäre super. Sehr schön, danke. Und gerade bei den Jenseitskontakten ist es sowieso immer so eine private Sache. Ich glaube nicht, ich bin ja auch nicht der Typ, so, wo ich das jetzt öffentlich machen würde. Habe ich noch nie gemacht. Oder ich könnte jetzt auch nicht irgendwo anrufen, weil ich glaube, mich erkennt man auch an der Stimme und das habt ihr vielleicht auch das Gefühl, ne, dass vielleicht der ein oder andere dann weiß, ach, jetzt sie ist das. Ne? Deswegen, was mir nur nicht wichtig ist, weil drüben die Verstorbenen legen zwar ihren Namen ab, aber sie sagen es für ein Medium manchmal auch die Namen oder die Erkennungszeichen, ja, damit ich übersetzen kann. Erkennungszeichen? Was redet die denn? Was redet die denn? Die legen ihre Namen ab, aber die haben dann Erkennungszeichen. Was sind das? Gang-Symbole oder was? Oder Runen? Ein Verstorbener will sich ja eigentlich nur beweisen, Nummernschilder. Dass es die Welt gibt da drüben im Jenseits. Und ja, bei euch ist es dann auch so, dann könnt ihr da ein bisschen mehr für euch herausholen, auch von eurem Fühlen, von euren Fähigkeiten, die ihr habt. Was? Was redet die Frau? Ich bin gespannt. Ja, vielleicht müsst ihr auch eine Engelsbotschaft oder hast ganz andere Fragen. Vielleicht müsst ihr auch beruflich auch mal deine Spiritualität umsetzen. Vielleicht ganz anders arbeiten. Ja, vielleicht traust du dich noch nicht oder bist noch unsicher. Ich habe zwar immer so einige, wo ich sage, Mensch, behalte den Hauptjob noch, ja, aber du kannst es erstmal hobbymäßig nebenbei machen. Da hat man immer mal einen Samstag oder einen Sonntag bestimmt mal Zeit oder mal eine Stunde am Tag, wo man was tun kann, für sich tun kann. Und dann kann man das ein bisschen besser leben. Oder auch vielleicht mal in... Wie auch immer sie instant mit den Toten verbunden ist. Das kann ich ja beantworten, das weiß sie zufällig. Sie hat mal ein Buch über Engel gelesen. Und hat ihr irgendwer über die Wange gestriffen. Dann war sie halt connected einfach mit dem Totenreich. Ja. Du musst einfach nur irgendein Buch über Engel lesen. Zum Beispiel Ein Engel auf Erden, die Romane aus den 90ern, irgendwie sowas halt, ne? Oder vielleicht ein Diablo-Buch über Tyrael oder so. Ist egal, Hauptsache kommen Engel drin vor und dann bist du aber instant mit der Totenwelt auch verbunden. Und dann kannst du auch mit den Verstorbenen einfach interagieren. Man kennt es. Gibt ganz viele wissenschaftliche Berichte auch drüber, über Engelbücher. Nutzt die NordVPN, um die Geister zu kontaktieren. Nur wenn es Geister sind, zum Beispiel aus China oder so, wo man sonst nicht durchkommt. Weil natürlich auch da, das Jenseits ist natürlich beschränkt aufs Land und dann muss man halt gucken, wie genau kann man mit anderen Ländern connecten. Mit NordVPN ist das dann gar kein Problem mehr. Da kann man auch Geister aus anderen Ländern erreichen. Ja, das ist, Freundes. Cyberghost, nicht NordVPN. Stimmt, Cyberghost. Oh
Kreis oder bei der Familie ruhig mal versuchen, wenn du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt ein guter Tag. Ja, lausch da auf deine Lieben, was du so an Informationen bekommst. Dann sag einfach mal was. Da muss man zwar lausche auf deine Lieben, also gleich Redaktion, was du für Informationen bekommst. Das ist genau das, was sie gerade, das ist das, was sie macht. Sie lauscht auf ihre Lieben, was sie für Informationen bekommt. Deine Lieben, was du so an Informationen bekommst, dann sag einfach mal was. Ja. Da muss man zwar ein bisschen mutig sein und das funktioniert. Klar. Ich war auch schon ziemlich oft mutig in meinem Leben, aber ich muss sagen, ich sage mal mehr wie Nein oder so kann man nicht einstecken. Ganz im Gegenteil, ja. Im Grunde genommen ist der erste Gedanke, das erste Gefühl genau das Richtige und das Ausschlaggebende. Oh, warte, jetzt noch. So, wen darf ich begrüßen? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, guten Abend, hier ist Lorelei. Ich grüße dich. 100 Pro sind das Anrufe. Nee, Telefon nicht weggelegt, auch nicht eingeschlafen, glaube ich nicht. In der Warteschlange gestorben. Aber dann könnte sie auch direkt Kontakt aufnehmen. Wenn die in der Warteschlange sterben, kannst du ja direkt mit denen Kontakt aufnehmen. Dann weißt du auch Bescheid. Ich glaube aber ganz reell gesehen, die machen manchmal ein Klingelgeräusch und tun so, als hätten die Leute schon aufgelegt, damit andere Leute denken, oh, das ist ein Blatt frei, da rufe ich jetzt mal an. Ich glaube so rum wahrscheinlich, oder? Würde ich vermuten. Warte mal ganz kurz. Das muss dann, also das Erste, was ich, also erstmal sehe ich ihn, er war ein einfacher Mann, zwar mit einem gewissen Ansehen im Außen. Und die haben die Stimme nicht durchgeschaltet, die haben die Stimme nicht ins Studio gelegt. Die haben vergessen, die Stimme durchzuschalten. Also erstmal sehe ich, das muss. Warte. Ach, wegen anonymer Anruf. Ach so. Das Erste, was Okay, also erstmal anonyme Runde. Ich ihn. Er war ein einfacher Mann. Ich hatte einen gewissen Ansehen im Außen. Und das ist schon so lange her, habe ich schon längst vergessen. Manchmal waren ihm manche andere Menschen manchmal wichtiger wie familiär. Ja, das war immer so schwer, dass er sich so eingebracht hat. Du hast manchmal ein bisschen deinen Papa vermisst. Das erzählt er mir. Aber ist er nicht trotzdem gefaked? Genau, da ist niemand dran. Genau mein Gedanke. Sie erzählt doch jetzt den gleichen Scam wie vorher. Da muss niemand an der Leitung sein. Die tut einfach so, als würde jemand was erzählen und dann fängt dann einfach wieder an, ihre Story runterzupicheln. Oder irgendein Redakteur legt ihr dann wieder was ins Ohr über Sachen, die sie erzählen soll und da ist aber niemand dran. Weil ihm das auch leid tut, dass die Zeit nicht so da war und trotzdem hast du eine tiefe Liebe. Du hast, also dein Papa ist wie ein Seelengefährte mit dir. Also ihr seid eigentlich sehr gleich und manchmal verschmilzt es so miteinander und ich bin der Meinung, du fühlst ihn sehr oft, ja. Nur zu Lebzeiten war alles so. Der war immer so auf der Flucht. Er sagt, ich habe immer die Zeit nicht gehabt. Das tut ihm schon leid. Ne? Aber er hat diese Feiertage geliebt, wenn jetzt Weihnachten war oder andere Anlässe. Guck doch mal hier rüber. Hat sich immer über hier deine so glänzenden Augen gefreut. Ja? Über jede Kleinigkeit konntest du dich freuen. Das hat ihm dann auch so ein richtig gutes Gefühl gegeben. Was mir auffällt über seinen Weggang, den kann man löchern. Er sagt nur das, was er will. Der hat so seinen eigenen Kopf, nur er, weißt du? Ich weiß nicht, ob er so zu Lebzeiten auch war, aber ich habe gerade Probleme, weil er geht alles drüber weg. Na? Er sieht jetzt dich, du bist wichtig. Also ich verstehe das bei ihr, ne? Sie guckt da hin und sieht Engel, das ist bei mir halt genauso. Ich gucke halt hier hin und sehe auch sehr viele Engel. Ich sehe einfach, ich habe direkt Kontakt mit der Engelwelt hier, wenn ich hier schaue. Die Engel sagen zum Beispiel gerade, ich fange gleich an zu sabbern, gleich bin ich völlig brain AFK oder hier, nicht genug Infos bekommen, ne? Und was sagen die Engel da gerade? Wenn sie bekommt, schaut sie nach links. Ja, die Engel, ich bin da sofort, ich bin da immer im Kontakt mit den Engeln. Ich schaue da manchmal auch rüber und schaue einfach, was sie mir für Ratschläge geben oder ob sie sich wieder über mich lustig machen. Das ist mal so einfach, ne? Das, ja. Oder die Engel, oft sagen mir die Engel auch, ich habe heute nur einen Zuschauer, ja. Oder die Alerts gehen nicht, ja. Ist immer verschieden mit den Engeln, ja. Oder fragen, wirst du Starfield streamen? Alles Mögliche. Und nichts anderes, ja, wenn ich was frage, ja. Ich soll dir nur sagen, ich bin bei meinem Kind, ich passe auf dich auf. Der war so kurz und bündig, ne? Der war gerne, alles Liebe dir, ne? Tschüss. Ja, ist ein bisschen hart zu sich. Ja, das ist manchmal. Aber das ist bei manchen Verstorben, bei ihm war es auch so. Da mussten so schwierige Dinge manchmal gesehen haben, weil das so eine tiefe Verbindung. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ja? Dann trägt man so diesen Teil mit von dem Angehörigen.
und ja, lebt das praktisch mit weiter. Und man hat immer das Gefühl, da ist ein Teil mit weggegangen. Das ist so eine Leere in einem. Das macht manche Menschen. Die haben teilweise die Facebook-Seite offen, deswegen kann sie manchmal so Dinge sagen, wie die Mama hat gerne Kostüme getragen. Immer verbittert oder auch sehr hart, ja. Und deswegen sage ich, wenn ihr Jenseitskontakt von mir abholt, erwartet nicht immer oder setzt euch nicht irgendwas zurecht, ich höre gleich auf, was ihr jetzt hören wollt. Ja, so funktioniert das nicht. Es ist ein freier Wille und jeder Verstorbene hat seine eigenen Charakteren, seine eigenen Erlebnisse, was er gerade für diesen kurzen Moment hier mitteilt. Privat ist das ganz anders, ja. Aber keiner von den Verstorbenen sagt, wie es im Jenseits ist. Die berichten immer nur Sachen, wie es im Leben gewesen ist. Die sagen ihr immer nur Sachen, wie es im Leben war. Niemand von den Verstorbenen erzählt, wie es im Jenseits ist. Und was sie da so machen, außer wenn sie sich ärgern, offenbar. Und überall gleichzeitig sein und irgendwie auf der rechten Seite im Chatraum rumhängen. Aber keiner sagt so, ach ja, und hier ist jetzt irgendwie, ich lebe hier auf einer Blumenwiese, bla bla bla. Ich bin einfach nur voller Zufriedenheit, habe ein Haus, habe neue Kinder, ich brauche dich nicht mehr. Ja, sowas halt. Die Toten haben NDA unterschrieben. Ich glaube auch, ich breche ab einfach. Ich muss meine Augen erstmal mit Engelseife auswaschen. Ich kann nicht mehr. Schmutz, einfach Schmutz. Schämen sollen sie sich allesamt. Ganze Verein soll sich einfach nur schämen.